und einen Fertigkeitspunkt erhalten. Er jagt keine Tiere, er jagt nur Banditen. Das ist halt eine Einstellung, hä? Wir haben wieder einen Punkt, aber ich glaube, ich werde sparen, weil ich könnte nur das machen. Eine stille Landung. Ja, ich spare das Ding. Rohstoffe sind fast schon wieder voll, hey. Ist der Wahnsinn. Quests aktiv. Ich muss immer noch die Spur der Krieger. Riegelzerien. Ja, sollte ich eigentlich hin. Langhälse. Habe ich ja gemacht. Daher. So. Hierhin müssen wir jetzt erstmal. Gut, da wollen wir hin. Wollen gucken, was da passiert ist. Bevor wir weiterziehen. Dann, ja, wir haben auf dem Weg so viel zu tun. So viel zu tun. Einfach so viel. Echt schön. Die Gegend gefällt mir richtig. Echt. Echt toll. Echt toll. Oh, guck dir an. Da ist ein großer. Ein großer. Naja, ich gehe weiter. Brauchst dich nicht um mich kümmern. Ich bin gleich weg. Ja, tschüss. Tschüss. Kollege Schnürschuh. Noch mehr Wächter. Na, Wächter. Siehst du mich? Du siehst mich nicht. Oh. Tja. Weg bin ich. Bin verschwunden. Warum brennt hier Feuer? Wo bin ich hier? Wo bin ich schon gelandet? Ist doch nicht immer umsonst. Anscheinend schon. Anscheinend schon. Bin ich gleich da? Sah gerade aus, als wären da Leute gestanden, aber es wären. War ja nur eine Brücke, die Pfeiler davon. Mutterberg. Ist da? Ist hier was? Was ist das? Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Aha. Oh, was ist das? Hayatürk gestorben. Datenschirm partiell. Notizbuch. Ah, Priester in der ewigen Verdammung, Harry Toy gestorben. Vers 2. September 2063. Die berüchtigte Bioterroristin und Anhänger des Kults ewigen Verdammung, Harriet Coey, ist im Alter von 54 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Coey, der Glaube an des. Chloe, deren Glaube es ihr verbot, sich medizinisch behandeln zu lassen, veröffentlicht im letzten Jahr eine Erklärung, die er in Auszügen wiedergeben wird. Ich sterbe wie immer und niemand steht weit hinter mir. Ich bleibe standhaft. Vater Globus liegt im Todeskampf. Er ist bereit zu sterben, doch ich verhöhne Vaters Globus. Statt ihm zu helfen, Schmutz abzustreifen, besteht ihr darauf zu wissen, was das Beste ist. Jetzt habt ihr eure Rücken vor und glaubt, ihr werdet ewig leben, aber im Grab ist immer noch so viel Platz wie zuvor. Coy sagt eines lebenslangen Haftstrafe im Alpha Campus von Ponytech Inc. ab. Sie galt als Erfindung des viralen Verdammnis-Cocktails, der 2030 New York, London, Moskau, Tokio und Shanghai erfasste. Die Entscheidung, Coy lebenslänglich und inhaftiert, anstatt sie zu exekutieren, traf großenteils auf fassungslose Unverständnis. Aber die Information, die sie im Austausch für ihr Leben bot, führt zur Verhaftung für 16 hochrangigen Mitglieder des Terroristenkults und schließt sich zum Zusammenbruch der ewigen Verdammnis. Textdokument, okay. Wo muss ich hin? Weiter nach oben. Jede Menge Wächter. Hier hinten hin. Wow, eine Verwüstung hier. What? Untersuche das Schlachtfeld. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Schwere Kampfschäden. Schwere Kampfschäden. Schwere Kampfschäden. Die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Okay. Alles schwere Kampfschäden. Okay. Was haben die hier gemacht? Krass. Krass. Kann ich hier untersuchen? Verderbter Kadaver untersuchen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Okay. Die kleinen Maschinen sogar. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt.
Oho. Wo geht es dann weiter? Das Schlachtfeld haben wir untersucht. Oh, wer kommt da? Wer bist du? Rede mit dem Überlebenden. Hey, wer bist du? Krieger. Dran. Hey, warte mal! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hat Sona die Mörder gefunden? Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Der Hinterhalt? Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Okay, und wo ist Sona? Baal wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Baal Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Okay, danke dir, Überlebender. Danke dir. Gibt's hier noch... Da oben ist noch was. Bevor ich jetzt weitergehe, würde ich mich gerne umgucken. Da oben ist auch... Da liegt nämlich was. Essensreste untersuchen. Essensreste? Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle... Ein Mittagessen vor einem Blutbad. Diese Monster. Aha. Diese Bösen also, diese Bösen. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ob Sona noch lebt oder ob sie überleben wird, müssen wir schauen. Du Kerle, geh zurück. Ich mach das hier. Ich hoffe es, dass wir das hinkriegen. Oh, hier sind echt viele Gegners. Aber interessiert mich jetzt nicht. Jo, Graser. Die Graser. Friedfertigsten. Die machen gar nichts, die Graser. Blumen. Okay. Sag ich immer gerne Dings anmachen. Man weiß ja nie, was man sieht. Oh. Ganz viele Sägezähne. Da möchte ich nicht unbedingt reinrennen. Stirb. Maschinenkill. Maschinenkill. Ein paar Wächter hier erledigen. Nehme ich ihn mit. Und das. Opa. Geh down. Kann nicht mehr kommen. Alles gut. Ein paar Pfeile. Von den anderen habe ich eigentlich genug. Ich könnte. Hier voll machen. Ich habe so viel Zeug, ich mache jetzt überall, dass ich voll habe. Gut. Man weiß ja nie, ob wir es brauchen. Sona, wo bist du? Sona! 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 Sona. Oh, ganz viele Sägezähne, hä? Hier haben es gefressen hier. So. Da. Sieht da einer? Hab ich den auch? Hat der mich jetzt gesehen? Ne, der sieht mich, dann sieht er wieder mich nicht. Da ist das Lagerfeuer. Ah, sind wir hier. Okay, hier waren wir ja schon. Aber die Säge sind aber vorher noch nicht da. Na. Na, Sona? Ich komme. Ah,
Gott. Einmal hier durchrutschen. Ist geil. Wow. Okay. Gebe ich den letzten bekannten Aufenthaltsort. Daneben, nein! Gut so. Das war nicht so schön. Und der andere interessiert mich nicht. Okay, da oben. Da oben an diesem Felsen. Von dem Sonas Bote erzählt hat. Schauen wir mal. Ob sie da ist. So. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Sie untersuchen. Sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Das stimmt. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Okay, untersuchen. Man hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. So, was ist hier? Pfeilreste. Okay, die Pfeilspitze untersuchen. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Noch was. Noch was, was ich nicht... Das Blut? Nein. Da ist noch was. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Aha. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Den benutzen wir ständig. Spur markiert. Okay, die sind dann hier lang gelaufen. Hier entlang. Sind die beide verletzt? Ist sie auch, ist Sona verletzt? Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Okay. Schauen wir mal. Sona! Zack, zack. Schön rüber. Was bist du für einer? What? Muss ich kennenlernen. Guck mal. Du siehst mich nicht. Wuppa! Seid ihr für welche verdorbene Wächter? Oh! Was? Das sind verdorbene Wächter. Du bist down. Okay. Das sind verdorbene Wächter. Na komm. Na? Bam! Bam! Verdorbene Wächter. Warum sind die verdorben? Was haben die gemacht? Was? Warum? Will ich wahrscheinlich herausfinden, hä? Ich kann hier sogar rüberspringen. Ha, ha, ha. Ist ja verdorbene Maschinen, hä? Wie es aussieht. Wuppa! Hoch damit! Wow, wo sind die hingelaufen? Uah. Hoch. Es regnet immer weniger. Der Himmel wird bald aufreißen. Okay. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Vielleicht. Wir müssen ihn untersuchen. Ein toter Sägezahn. Ein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen.
Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay, Sona. Sie lebt noch. Ihr geht's gut. Sie möchte aber Rache. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Okay. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderber-Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Das kriegen wir hin. Bisschen Heilpflanz dies mit. Man weiß ja nie, wenn wieder so ein Dämon gegenübertreten, der so stark ist. So, Sona, zeig mir, was du vorhast, wie ich dir helfen kann. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Okay. Nehme ich alles mit. Zerstöre die Lohbehälter optional. Erledige Kultisten und verdorbene Maschinen. Das war's. Verdorbene Maschinen. Ach, die verdorbenen Maschinen gehorchen den hier. Okay. Ich habe es verstanden. Okay. Die Frage ist, wie komme ich hier am geschicktesten runter, ohne dass die mich sehen. Ah, okay. Ich glaube, hier runter, ne? Die verdammten Maschinen machen hier voll. Krasser Scheiß, ey. Oh, da sieht mich ja. Spur, wie komme ich jetzt am besten hier runter, ohne dass die mich bemerken? Am besten würde ich hier runtergehen, aber leider ist das überhaupt möglich. Da ist nochmal einer. Da ist nochmal einer. Okay, nicht bemerkt. Das ist schon mal gut. Frage ist, wenn ich ihn jetzt rufe, kommt dann wahrscheinlich auch. Steht der Schlag? Down. Okay. Hier liegt jemand. Sieht nicht gut aus. Tja, Pech gehabt. Ich weiß nicht genau, was das war. Komm mal her. Zack. Nummer 2. Hier liegt jemand. Sieht nicht gut aus. Wer hat mich jetzt... Kommt jetzt einer? Ah, der dahinter kommt. Okay. Ich komme aber auch nur einzeln. Das ist auch so eine Sache. Auch so eine komische Sache, hä? Hey, na? Stirb! Okay, nächster. Oh. Geh down. Maschine, kill! Nummer 1. Okay. Na komm. Vor allem, die kommen echt nur einzeln. Das ist ein bisschen dumm von der KI. Jeden einzeln. Komm her und dann tot. Na? Hä? Was? Da ruft einer? Down! Bams! Wieder einer weniger. Das ist
praktisch. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. So, nächster ist die Maschine da drüben. Oh, da sind echt ein paar. Was machen eigentlich das verdippte Zeug hier? Wir haben Besuch. Echt? War das laut. Down! Tschüss! Oh, hab ich gesehen? Nein. Geh down. Tschüss! Was? Echt? Hast du was gehört? Ich nicht. Ich habe nichts gehört. Du etwa? Ja, dein Tod habe ich gehört, Mann. Auch mitnehmen, Heiltrank. Immer gerne. Okay, ich bin voll. Bin voll! Ist da draußen etwas? Ha, da, der hat mich gehört. Okay. Wie viele sind noch hier noch? Der ist noch da. Den hat's erwischt. Ah, die Maschine hat mich gehört. Okay. Aber viele Gegner sind ja nicht. Gucken, ob der das checkt. War da was? Ach, die schießen jetzt. Natürlich. Der ist down. Okay, der interessiert mich nicht. Ach, ich kann es nur anzünden wahrscheinlich. Juhu! Das machen die schon. Down! Ach, die kämpfen. Ah, jetzt haben sie mich gesehen. Brenne. Ach Gott. Oh, nicht so weit. Ich will eigentlich nicht so weit springen. Guck mal, eine Kiste. Okay. Wenn es die nicht interessiert, dann mache ich ihnen die kleinen Kisten kaputt. So optional, das habe ich geschafft. Die kämpfen, das ist noch besser. Ich sammle hier alles ein. Und dann gehe ich mal hoch und helfe denen. Zack! Boom! Du bist down! Die Maschinen noch, hä? Na komm. Wow! Ist auch weg. Dankeschön. Zu viel Stuff. Einfach zu viel Stuff. Tja. Alle weg. Will ich fast sagen, hä? Alle weg, alle weg. Haha. Rede mit Sona. Rechter Linse kann ich nicht mehr mitnehmen. Ist hier noch was Schönes für mich? Sona wartet. Okay, Sona, warte. Hey. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnt mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Ja. Sona, hey, wir haben dir geholfen, ja? Besuche die Ausgrabungsstätte. Okay, gibt's hier eigentlich noch was für mich? Was ist hier hinten? Ah, wieder was. Zum... Eine Notiz für mich.
Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Aha. Okay. Gut zu wissen. Naja. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Ja, Hauptquest abgeschlossen. Die Spur der Kriegsherrin. Gut. Das haben wir geschafft. Die Rache der Noah ist die nächste Hauptquest. Ja, wir wollen Rache nehmen, aber das kommt noch. Das kommt noch. Die Rache wird endgültig sein irgendwann. Und dann haben die nichts mehr zu lachen. Ist ja eigentlich noch was Schönes? Nein. Jetzt war es alles schon eingesammelt. Alles vernichtet. Die habe ich ja gar nicht ausgeweitet. Ich habe zu viel dabei. Ja, sorry, dass ich zu viel dabei habe. Mein Gott, kann ich auch nichts dafür. Ja, ist okay. Einfach zu viel. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein! Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Von den Nora. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen. Sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Es ist also soweit. Aloy. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet.